und herzlich willkommen. Wir sind hier, wie man sieht, auf der TinCon. Ich bin Lea und hier ist Fanny. Hallo, und wir schauen heute mal, wen wir alles vor die Kamera kriegen und was für Töne wir so einfangen können. Und ich würde sagen, Lea, let's go! Also es sieht mega cool aus, was ihr macht. Was macht ihr eigentlich? Wir sind Jugend Hackt und hier bauen wir mit Robotern und wir löten zum Beispiel diese Katze, die aus dem Popo leuchtet. Das ist natürlich nur ein Log-Angebot, weil wir wollen eigentlich über Jugend Hackt reden, unser Projekt. Also wir machen Coding-Projekte, wir zeigen Jugendlichen, wie sie selber programmieren lernen können, aber halt nicht nur irgendwie, damit man, weiß ich nicht, später einen geilen Job kriegt, sondern weil wir finden, das ist richtig wichtig, dass man gut coden kann, weil irgendwie ist ja alles digital heutzutage und deshalb finden wir das extrem wichtig, das zu verstehen, und da machen wir hier in Berlin und in vielen anderen Städten Workshops und das zeigen wir hier heute. Vielen Dank, Dankeschön. Was macht ihr eigentlich so hier? Ja, wir bieten jetzt Jugendlichen hier an, mit so kleinen M-Bots den Parcours abzufahren. Dazu haben sie halt Tablets, auf denen sie so in kleinen Programmierschritten wie bei Scratch halt einfach die Abfolge einprogrammieren, wie man dann halt den Parcours abfährt. Das sieht total spannend aus hier. Was macht ihr hier eigentlich? Wir haben hier eine Gaming-Station und bei dieser Gaming-Station kann man mit der VR-Brille Kajak fahren. Da kann man in verschiedene Welten eintauchen und hat die Möglichkeit, quasi das Kajak-Erlebnis komplett mit allem drum und dran zu haben, außer dass man nass wird. Cool, vielen Dank, Dankeschön. Also ja, wie gesagt, was machen Sie hier und wie geht es dir? Mir geht es super. Ich bin hier gerade als Moderatorin auf der Gartenbühne und darf hier ganz viele tolle Speaker und Speakerinnen anmoderieren und wieder abmoderieren. Und ja, habe ansonsten einfach nur einen super schönen Tag hier und habe ganz viel Spaß mit den Leuten, die da sind. Und bei welchen Ständen warst du schon? Ich war bis jetzt tatsächlich noch nicht auf so vielen Workshops und Ständen unterwegs, aber ich weiß, dass es drin richtig viele coole Bereiche gibt. Also Gaming ist dabei, das weiß ich. Siebdruck, man kann seine eigenen T-Shirts bedrucken lassen, was voll cool ist. Also ich werde mir gleich in der Mittagspause auch kurz Zeit nehmen. Und ja, ansonsten auf der Republika gibt es ja auch ein paar Sachen. Ich habe mir gestern diese Tasche gemacht. Also da wird man auch die ganze Zeit drauf angesprochen, das ist ganz witzig. Aber ja, also ich habe schon ein paar Sachen jetzt gesehen und werde dann in der Mittagspause auch gleich noch ein paar weitere Sachen abchecken. Ey, das sieht super teuer aus. Was kann man eigentlich hier machen? Also wir haben hier eine Station, da kann man T-Shirts besiegdrucken. Das heißt, wir haben drei verschiedene Motive. Einmal mit Sorry wegen gestern und einmal einfach nö. Und dann haben wir eben T-Shirts da, wo dann die Leute eben schauen können, welchen Spruch sie gerne auf das T-Shirt drucken würden. Dann macht man da Farbe drauf, zieht das so über das Netz drüber und dann ist eigentlich auch schon alles fertig. Genau, und hier kann man noch Schilder bemalen, wenn man Lust hat. Also so ein bisschen kreativ ausleben. Du hast hier einen tollen Talk über Queerness geredet. Worüber hast du eigentlich im Vortrag geredet? So ein paar Sätze, ja. Also ich habe mir so die Frage gestellt, ob so Vergleiche aus der Natur, wenn man quasi Queerness oder rechtfertigt oder gegen Queerness argumentiert, ob das überhaupt so sinnvoll ist. Und Spoiler Alert, ist es nicht. Finde ich auch. Du hast in deinem Vortrag geredet über Tiere und Biologie. Warum ist das eigentlich relevant oder warum ist es eigentlich relevant, darüber zu sprechen? Also es ist vor allen Dingen relevant, weil das so ein Narrativ ist, also eine bestimmte Erzählweise, die sehr, sehr häufig vorkommt und noch sehr, sehr, sehr tief in der Gesellschaft verankert ist. Und relevant einfach aufzudenken, weil da ein großer Denkfehler dahinter ist. Also genau. Ja, total. Ich glaube, viele Leute interessieren sich auch für den Thema. Wo kann man einfach mehr Infos dazu sehen? Also ich habe meine Infos aus einem sehr großen, langweiligen, fetten Buch, aber ansonsten gibt es auch sehr viele YouTube-Videos davon. Ich habe letztens gesehen, ich glaube auf der Seite der Uni Potsdam gibt es dazu so ein kurzes Erklärvideo, das heißt Tiere, Menschen, Sexualitäten. Das ist basically mein Vortrag. Naja, erstmal vielen Dank. Hast du irgendwas auf dem Publikum zu sagen? Seid kritisch, Leute.
Finde ich super. Vielen Dank. Dankeschön. Ich sitze hier mit Pauline und Renate zusammen. Wie hat euch die TinCon gefallen? Was konntet ihr mitnehmen und habt ihr irgendwelche Panels gesehen, Workshops gemacht oder einfach nur Merch abgegriffen? Wie sah es aus? Also ich war bei der Bundesfamilienministerin auf dem Fraggang der Ministerin. Das fand ich sehr spannend und das hat ja auch zu jungen Leuten, die eine Stimme verliehen wurde. Und dann war ich noch bei einem Vortrag über die Benutzung von TikTok durch Kleinkriminelle in Lateinamerika und Brasilien. Und ja, das hat mich auch sehr inspiriert. Wenn du die TinCon in 3 Wörter beschreiben musst, was würde es sein? Unfassbar cool, aufregend. Genau, also das war's erstmal für heute. Wie fandest du es? Ich fand's super spannend. Es gab tolle Panels, es gab Workshops, mega coole Stände, Tische, wo man Dinge selber machen konnte oder herausfinden konnte. Und wir sind auf jeden Fall beim Siebdruck ein bisschen hängen geblieben. Wir haben ein paar ziemlich coole T-Shirts gemacht. Einmal nö und sorry wegen gestern. Also das fand ich auf jeden Fall mega. Wie fandest du's? Oh, ich fand's toll. Es gab so tolle Talks, so tolle Workshops. Es ist einfach ein unfassbar Erlebnis. Ich hab's geliebt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Viele Eindrücke auf jeden Fall. Und ich würde sagen, bis zur nächsten TinCon. Macht's gut!